Genießen den Moment. Gegen mir kann ich alles hinkriegen. Das schönste Moment meines Lebens. Prost to the past. Hallo, ich bin Claudio Pizarro und das ist Prost to the past. Wieder die Bayern über die rechte Seite. Arjen Robben zieht in den Strafraum. In der Mitte Pizarro und das Tor. Tor für die Bayern. Claudio Pizarro, der Torschütze. Super vorbereitet von Arjen Robben. Und dann macht das mit der Hacke der Pizarro. Was für ein Traumtor. Robben lässt die gesamte HSV-Abwehr alt aussehen. Und dann Claudio Pizarro, ein traumhafter Treffer. Es war ein sehr schönes Tor mit der Hacke und auch, dass ich immer eine gute Verbindung mit Arjen Robben hatte. Wenn der 1 gegen 1 geht, das ist ihm schwierig zu stoppen. Und dann bin ich an den ersten Pfosten gelaufen, weiß, dass der Verteidiger versucht, den ersten Pfosten zu blockieren und dann habe ich mir den Hacke da reingetan. Beim dem Spiel habe ich 4 Tore gemacht. Das war für mich ein sehr gutes Spiel. Ich konnte in dem Spiel auch vom Anfang an spielen und ich war sehr zufrieden, dass wir gewonnen und dass ich ein paar Tore gemacht habe. Wir haben das oft trainiert. Natürlich in dem Moment muss man eine Lösung finden und da die Lösung, glaube ich, war die Hacke und das am Ende war ein Tor. Ich wusste nicht, der geht rein, aber ich wusste, dass da eine gute Möglichkeit ist, dass der Ball reingeht, weil ich wusste schon, dass der Verteidiger auf meiner linken Seite ist und der wird versuchen, natürlich den Ball an die erste Pfosten zu blocken. Und dann habe ich ein bisschen Vorgedanken gemacht und dann wusste ich schon, dass mit einer Hacke wird eine gute Möglichkeit, den Tor zu machen. Shaqiri schießt auf den Pfosten und der Ball kommt zurück zu mir und dann schiebe ich den Ball rein. Das war nicht so schwierig auch, aber und die andere war ein Kopfverlängerung vor einer Ecke, glaube ich. Und dann schießt es den Ball rein in das weite Pfosten. Und die letzte, glaube ich, war der Thomas Müller kommt rein und dann passt mir den Ball in der Mitte oder so. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war so. Einfach genießen den Moment, genießen den Tor, es war ein schönes Tor und natürlich den Sieg auch. Ja, immer natürlich die Stimmung, den Fans ein schönes Erlebnis zu geben und ich glaube, das war ein sehr schönes Fest. Wir haben viele Tore gemacht, das war ein wunderschönes Spiel für uns. Das war ein besonderes Jahr für uns. Wir haben alles gewonnen am Ende. Ja, für mich war auch natürlich sehr wichtig, reinzukommen und zu spielen, das Selbstvertrauen zu haben. Ich habe meinen Job auch gemacht für den Verein und am Ende, es war für mich sehr wichtig, das konnte ich Tore machen und auch das am Ende genießen den Triple. Ja. Genießen den Moment. Gegen mir kann ich alles hinkriegen. Das schönste Moment meines Lebens. Prost to the past.